Robby hier, willkommen zurück zu einem neuen Angespielt von Pirate Legends Tower Defense. Und geben wir erstmal meinen Namen ein und hoffen, dass er nicht wieder belegt ist. Wo kann ich hier P drücken? Okay, hallo? Robby? Ah, da. Alles klar. War das gerade auch schon da? Keiner. Willkommen! Yo, nice. Die Grafik sieht ja schon mal krass aus. Okay, dann legen wir mal los. Ich bin sehr gespannt. Es sah sehr lustig aus. In einem, ja, in einer Vorschau, die ich auf YouTube gesehen habe. Und wie immer lesen wir uns den Text nicht durch. Wir können ihn aber auch nicht skippen. Aber der sieht grafisch nett aus. Na komm, das überspringen wir mal. Okay. Tower Defense Spiele, wer es nicht kennt, es kennt jeder. Scheiße, es kennt jeder. Wir machen einfach. Einfach erstmal, oder? Würde ich sagen, oder? Oder? Na komm, Mittel. Was soll der Geiz? Pirate Legends! Nein, Tower Defense Spiele natürlich. Wir müssen ganz viele Türme bauen und versuchen dann eine Welle von Angreifern irgendwie aufzuhalten. Tipps: Heure ein paar Verbündete an, verdiene Geld, indem du Feinde vernichtest. Baue an diesen Punkten Türme und lass nicht zu, dass die Feinde dein Schiff erreichen. Okay, alles klar. Waffentürme feuern auf Einzelziele, Kanonentürme bewirken Flächenschaden, Chemietürme verlangsamen Feinde, Voodoo-Türme nutzen mächtige magische Angriffe. Alles klar. Nice. Das sieht schon mal cool aus. Hier bauen. Okay, dann bauen wir mal was. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal einen Kanonenturm, oder? Kanonier. Feuert die Kanonenkugel, die Flächenschaden. Oh ne, Flächenschaden wollen wir nicht. Wir wollen Geschützen. Ne, was haben wir denn hier alles? Boah, Insel. Feuert ein Fass, oder ob das den Feind. Ne, wir nehmen den hier. Wir nehmen jetzt schön Single-Target. Cool. Ey, das sieht cool aus, wirklich. Okay, nehmen wir hier einen Slower. Nehmen wir hier einen Slower rein. Und nochmal Single Target. Okay, Kampf beginnen. Neuer Feind. Wie geil. Welle vorzeitig, ja klar. Nein, noch nicht. Wie geil ist das denn? Okay, nehmen wir hier. Ah, können wir noch nicht. Oh, hier ist schön Ölteppich. Umweltverschmutzer. Kann sogar zoomen. Kann man. Das ist auch cool, ey. Strategie, Grundlagen. Nutze Chemietürme, um Feinde zu verlangsamen, um den anderen Türmen mehr Zeit zu verschaffen. Okay. Das sieht geil aus. Neuer Feind. Wahrscheinlich Ruderboot. Einfaches Boot. Blablabla. Also einfache Einheit. Weg, weg. Wir können nichts machen. Können wir schnell machen? Ja, können wir. Oh, wie ist hier denn? Hier sitzt auch einer. Den habe ich nicht gebaut. Hier können wir mächtige Freunde anheuern. Können wir gar nicht. Können wir hier was machen? Hier? Ah, das schießt auch, oder was? Geil. Kann man hier den Gratis beschwimmen. Schildkrötenkanonenfähigkeit. Du kannst von einem Schiff aus kostenlos Schildkrötenkanonen in die Gebiet abfeuern. Blablabla. Okay, das kriegen wir hin. Komm. Ach, hier unten. So, schicken wir die mal hier hin. Ach, wie geil. Schießen wirklich mit Schildkröten. Okay, ich würde sagen, wir bauen nochmal einen Turm. Hier können wir gar nicht, ey. Okay, wir haben schon direkt auf Mittel gemacht, ne? Aber es passt doch. Und ich donner wirklich eine Schildkröte los, würde ich sagen. Upgrade können wir noch nicht machen, okay? Hat schon mal cooles Flair auf jeden Fall. Cooles Feeling hier. Und noch Schildkröte. Hey, wieso trifft die nicht? Ach so! Alles klar. Kannst du jetzt geupgradet gerade? Verbündete anheuern. Manchmal triffst du auf feindliche auf freundliche Eingeborene. Okay, ja, ich wollte es doch gerade machen, aber. Ah, okay. 10 ausgeben, Münzen ausgeben. 10? Was für Zehe? Zehe? Moment, Zehe. Was für Zehe? Ist auf jeden Fall geil gemacht. Komm, hier, Schildkröte. Geh mal rein. Feuer mal, feuer mal. Und jetzt kommen wir hier oben. Meine, keine Ahnung, was für Tiere das auch immer hier sind. Meine Freunde. Oh nein, es kommt von hier oben einer. Können wir das hier steuern? Ja, ja, wollte ich gerade. Wollte ich gerade. So. Ja, ja, mach ich. Ja, ja, ist gut. Ja. Ja. Achso, muss ich da. Achso, ich muss jetzt erst noch den drehen. So. Okay. Schießt er automatisch? Weil er hat die schon erledigt. Komm, neue Wave, klar. Neue Wave. Gibt extra Kohle. Okay, du schaffst es hier alleine, hoffe ich. Dann kriegst du noch hier so mal einen Voodoo-Turm. So, schießt du? Ja, okay, er schießt.
Nice, er schießt, alles klar. Hier, mein Voodoo-Trommler. Uga, uga. Hier, Mr. Crab. Mr. Crab. Okay, Schildkröte. Oh, hier. Das ist geil gemacht. Lustig gemacht auf jeden Fall. Grafisch auf jeden Fall. Zumindest, was die Umgebung betrifft, cool. Die Einheiten jetzt nicht so grafisch der Hit, aber trotzdem ist es grafisch nicht schlecht gemacht. 10. Wieso, was für 10 eigentlich? Mehr 10. Oh, shit. Die 10 kostet Kohle. Ich will keine 10 ausgeben. Ich will auch keine Kohle ausgeben. Erstmal spielen wir hier die erste Wave. Komm, mach mal schnell. So, brauchen wir hier unten nochmal Kanonenturm. Aber die sind stark. Zack, ein Hit. Hier. Blub, 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 blub. Wie viele Waves gibt's denn hier? Schnell, haut rein. Schildkröte. Gib alles. Können wir es upgraden? Nein. Was können wir nochmal? Ah, oh, Schildkröte nochmal. Na komm, warum nicht? Mächtige. Mächte der Relikte. Es ist dem Feind gelungen, an der Verteidigung vorbeizukommen. Okay. Oh, hier unten alles klar. Kraken auswählen. Auf den Kraken dabei. Ja, ist klar. Oh, es kostet 10. Oder 10. Was haben wir hier unten noch? Komm, nehmen wir das nochmal. Wow. Mächtige Barriere. Flaschenpost. Flaschenpost. Boah, krass. Bisschen übertrieben stark, oder? Wirbelsturm. Okay, was haben wir noch? Schatztruhe. Oh, hier. Ah, gibt extra Gold. Machen wir Schatztruhe. Oh, muss wir echt schnell sein, oder was? Das kostet alles Zehe. Oh, wir haben Zehe bekommen, 80. Okay. Hol dir zweimal dauerhafte 10. Nein. Dauerhaft. Oh, dauerhaft. Für 3 Euro? Das aber war was. Nicht nur für eine bestimmte. Ich glaube, dauerhaft. Das ist Firma. Das klingt nicht schlecht. Aber wir bekommen. Okay. Oh, cool. Nice. Warte mal. Erhöht die Angriffsreichweite des Kanonenturms. Das sieht cool aus. Wirklich. Das sieht cool aus. Okay, gehen wir mal zurück. Hauptmenü. Einstellung. Was können wir hier so machen? Nichts Besonderes. Gehen wir nochmal auf die Karte. Voodoo Shop. Ah, hier können wir die Sachen kaufen. Ah, okay. Wie es kostet? 510 oder was? 510. Krass. Das ist ganz schön viel. Aber wir bekommen die 10 auch im Spiel. Was heißt, wir müssen es nicht unbedingt kaufen. Außerdem benutze ich solche Skills dann eh nicht unbedingt gerne. Weil, boah, überleg dir mal, wenn ich 1000 oder, keine Ahnung, 5010 hätte, könnte ich mir nur noch den Kraken holen. Die ganze Zeit nur noch Kraken, 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 Kraken. Und dann habe ich das Spiel irgendwann durchgespielt, habe 100 Euro ausgegeben, das Spiel ist durch. Ja, wie geil. Nee, Mann, geh mir weg. Also, was ich, wenn, dann würde ich mir vielleicht doppelt 10 holen, für 3 Euro, das geht ja noch. So, Technologiebaum, cool. Nice, Pirateninfo. Ach, Enemies, okay, alles klar. Ah, okay, da waren wir gerade schon. Und Erfolge. Nein, waren wir nicht. Nein, zurück. Zurück. Hallo. Back, super. Nächste Level. Machen wir noch ein Level? Komm, wir machen mal, oder? Kampf, Altmächtige. Obwohl, nee, komm, lass mal, wir gucken noch in den Technologiebaum rein. Was wir hier machen können. Okay, was haben wir hier unten? Verbündete erhalten einen Tempo-Boost. Kanonenkugel, das ist das. Das sind die anderen Türme. Anker benutzen. Anker benutzen? Ja, benutzt mal einen Anker. Ah! Get 20. Ach nein. Ich will das nicht. Ich will keine Anker. Aber dann müssen wir bestimmt... Komm, wir benutzen jetzt mal... Ah, ein Anker kostet das. Okay, dann benutzen wir... Warte, wir machen Slow. Slow ist gut. Das bringt Slow, erhöht die Angriffsreichweite. Ja, Anker benutzen wir. Wir haben noch... Einen Anker haben wir noch.
Okay, man kriegt also Anker. Ich hoffe, dass man es nicht kaufen kann. Aber ich denke, das sollte für den ersten Eindruck auf jeden Fall erstmal reichen. Ich spiele es privat nochmal weiter. Ich schaue mir jetzt noch ein bisschen an, wie das so mit den Zehen ist. Ich hoffe, es ist nicht pay to win. Aber grafisch sieht's geil aus und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Au, au, au. Oh, das Lied war geil.